Herzlich willkommen, Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung des Tag der Lehre an der Fachhochschule St. Pölten, 17. Oktober, jetzt anmelden. Wir haben eine der großartigen Referentinnen da bei uns zu Gast, nämlich die Frau Gabriel, und ich bitte darum, sich selbst vorzustellen. Ja, herzlichen Dank. Ich bin die Pia Gabriel aus der Schweiz. Ich bin Vizedirektorin an der Fachhochschule in Luzern für soziale Arbeit und leite ein Institut, das sich mit Sozialpädagogik und Bildung beschäftigt. Sehr spannend, wunderbar, weil ja auch bei uns an der Fachhochschule St. Pölten auch Schwerpunkte zum Thema Sozialarbeit und Sozialpädagogik zu finden sind. Ja, wir sammeln ja Zutaten für unseren Assessment-Kuchen. Was alles musste in diesen Kuchen hinein, damit es wirklich für alle Beteiligten gut gelingt? Ja, das ist eine schwierige Frage, aber ich kann mal sagen, was mir in den Sinn kommt. Ich glaube, wichtig ist, dass wir die Studierenden gut beteiligen, also dass wir sie als aktive Mitproduzenten von Bildung verstehen. Und ich verstehe Assessment so, dass wir sie quasi begleiten auf ihrem Lernweg und ihnen ab und zu auch Möglichkeit geben, zu schauen, wo stehe ich in meinem Lernprozess. Wunderbar, Dankeschön. Gut, dann, was ist denn im Reisegepäck von der Schweiz in schöne St. Pölten mit drinnen an Inhalten und Methoden? Ja, also wir haben eben erst ein neues Evaluationskonzept entwickelt für die gesamte Hochschule Luzern. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir weniger Daten sammeln und dafür mehr mit den Daten machen, also mehr in den Dialog treten, auch mit Studierenden und mit Dozierenden. Wir sind in dem Fall die Monika Wyss, auch eine großartige Referentin, mit der wir noch extra sprechen werden. Wie schaut denn das konkret aus bei Ihnen, was Sie da gerade so schön beschrieben haben? Wir haben im Evaluationskonzept eigentlich definiert, welche Evaluationen wir noch zentral steuern von der Hochschule her, und wir geben ganz viel Verantwortung an die Dozierenden und Studierenden runter für den Unterricht. Und in diesem Unterricht möchten wir eben solche integrierte Feedback-Schlaufen einbauen, so quasi Assessment for Learnings. Und mit denen arbeiten wir dann mit den Studierenden eben an dieser Lernstand-Sichtung und geben den Studierenden somit Informationen, wo sie stehen und wo sie auf dem Weg zur Schlussprüfung dann allenfalls sind. Und dies wird ja dann im Workshop auch von Monika Wyss auch noch speziell thematisiert. Ja. Was erhoffen Sie sich durch diese Vorgangsweise im Kontakt, in der Begleitung von Studierenden? Ja, wir erhoffen uns, dass die Dozierenden mehr Selbstverantwortung übernehmen für die Qualität der Lehre und dass die Studierenden mehr einbezogen sind, auch bezüglich Selbstverantwortung für die Steuerung der Lernprozesse. Es ist eigentlich ein Kulturwandel, wenn Sie so wollen. Ja, genau. Weil ja oft Prüfung ja als etwas verstanden wird, wo jemand auf einen Prüfstand im wahrsten Sinne des Wortes gestellt wird und es vielleicht nicht unbedingt in erster Linie um die Förderung geht. Und ich höre hier schon ein starkes Anliegen darauf, auch die Studierende dabei zu unterstützen, dass sie ihre eigenen Kompetenzen wahrnehmen und ausbauen, oder? Ja, genau. Also eine gute Prüfung bei uns ist natürlich eine Prüfung am Schluss von einem Modul, in dem nochmals Lernprozesse möglich sind. Also dass ein sinnvolles Prüfungssetting zum Beispiel in schriftlicher oder mündlicher Form auch ist, dass sie wirklich noch etwas lernen beim Prüfung ablegen. Und auf diesem Weg, das kann man natürlich nicht von heute auf morgen, sollen sie eben schrittweise auch an die Hürden herangeführt werden, die eine Prüfung dann so beinhaltet. Mhm. Welche Rolle spielt dabei formatives Assessment, also Lernen am Weg? Ja, das ist eigentlich das Zentrale, dass wir neu ausüben möchten mit diesen Feedback-Schlaufen, den sogenannten. Das ist für uns ein formatives Feedback, wo wir immer wieder Hinweise geben eben den Studierenden, wo sie stehen. Das kann entweder auch im Selbstmanagement sein, dass sie selber das testen können, oder auch im Dialog mit Studierenden oder auch mit den Dozierenden. Das heißt, gibt es da auch Elemente vom Peer Assessment dabei? Das sind wir noch am Entwickeln. Also wir stellen uns jetzt vor, also wir haben uns vorgenommen, bis 2023 das Konzept umgesetzt zu haben.
und zwar mit neuen analogen und auch digitalen Instrumenten. Und das Peer-Feedback ist wirklich etwas, das haben wir ja quasi auf der Planungsliste. Ja, also das klingt für mich schon sehr, sehr, sehr spannend und ist natürlich ein wunderbarer Beitrag für den Präsentationslot bei uns am Tag der Lehre, 17. Oktober. Und wir freuen uns schon sehr darauf, die Frau Gabriel hier persönlich in der Fachhochschule St. Pölten begrüßen zu können. Bis dahin, alles Gute.